Hallo meine lieben Bomber 40.000 Fans da draußen und herzlich willkommen zurück bei Battlefleet Gothic Armada 2 mit dem Imperium. Wir haben mal wieder gleich eine größere Verteidigungsschlacht zu schlagen. Ah, und die bauen hier eine neue Flotte auf. Unangenehm. Aber wir haben es geschafft, den Shima-Loma-Sektor beim letzten Mal einzunehmen. Was ist eigentlich das hier? Ein Archeogelatfeld. Auf Evolutionsstufe 1 kann dieses System nicht Ziel einer Invasion oder eines Angriffs werden. Außer durch Eldari. Ach Gott, die Eldar. Auf Stufe 2 wird dieser Effekt auf verbundene Systeme ausgeweitet. Ah. Noch Stufe auf den gesamten Sektor. Oh, geil. Das heißt also, ich kann auf Stufe 3 dann dafür sorgen, dass nur noch Eldar hier einfallen können. Das klingt nicht halb so geil, wie man sich das erhofft, ne? Also wir werden auf jeden Fall jetzt hier mal zurückspringen. Aber wir werden auch auf jeden Fall hier nochmal eine Verzögerung reinmachen. Unsere Schlachtpläne gehen zur Neige, aber ich gehe nicht mit einem so angeschlagenen Kreuzer in die nächste Schlacht. Das ist blanke Wahnsinn, sage ich euch. Gucken wir mal, ob wir hier neue Schiffe rekrutieren können. Wahrscheinlich nicht. Ja, nur kleine. Was ist das geil? Träume von einem Schlachtschiff. Oh, das ist geil. Identifikationsreichweite 13.500. Apokalypse. Das geile Teile. Der hat auch noch hier mit der Oberon hier so eine geile Reichweite. Da sind wir aber noch lange nicht. Noch lange nicht. Und werden auch noch lange nicht dort sein. Das hier akzeptiere ich, weil ich es nicht anders verhindern kann, dass da was kommt. Und jetzt können wir hier noch diese Flottille ebenfalls jetzt hier ausbauen. Das ist halt so eine richtig kleine Pipifax-Flotte. Was haben wir denn da? Eine Dauntless MK2. Dauntless MK2. Das ist die Art. Und dann da noch schwere Lanzenartillerie. Makroturm. Makrobatterie. Ja, ich bin kein Fan von diesen Torpedos auf diesen kleinen Schiffen. Start- und Landebuchten dagegen. Davon bin ich ein Fan. Leichter Lanzenturm. Könnte man machen. Dann sind wir hier bei 300. Ja, das finde ich sehr gut. Bestätigen. Hat der es jetzt immerhin auch schon mal geschafft, sich nützlich zu machen. Und den werde ich dann auch hier noch im Notfall einsetzen. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Hier passiert zum Glück nichts. 187 haben wir jetzt am Start. Ja komm, dann haben wir jetzt ja gleich die Flotten, so wie ich sie haben will. Also schlagkräftig und groß. 178. Wir haben, wie viel? 187 haben wir, ne? Wie viel bekomme ich da noch rein? Ich bekomme da auch noch sowas rein. Ich bekomme sowas wie eine Tyrant oder eine Lunada rein. Ist halt die Frage, ob ich das will. Auf der anderen Seite, ja, die sind halt schon gut. Was haben wir denn da? Plasma-Batterie. Lanzen-Batterie. Makro-Batterie. Torpedos. Das Ding wäre halt einfach nur mit Nova-Kanonen, Makro-Batterie. Ah, warte mal, ich würde eine Gothic aber auch noch reinkriegen. Eine Gothic hat Torpedowerfer und Lanzen-Batterie-Waffen. 4 Stück. Plasma-Makrobatterie, Makrobatterie. Lanzenbatterie, Makrobatterie. Das macht halt die Schiffe flexibler, ne? Wenn man halt quasi gemischt aufgestellt ist. Schwierige Entscheidung. Wenn ich jetzt sowas hier reinnehme, kriege ich aber auch nichts Größeres mehr rein. Da, ja. Babidi-babidi-bu. Ich nehme das hier. So. 488. Stellen wir uns hier noch dem hier entgegen. Wir haben jetzt beides hier gleich zu machen. Beide Schlachten. Noch haben wir hier keine Raumstation. Schade. Möchte ich sehr gerne bald haben, aber dafür fehlt halt auch allein noch das hier.
Wie steht's um unsere Flotte? Boah, wir sind immer noch so hart angeschlagen. Ich verzögere das nochmal. Das tut sau weh. Schädigung. Ich weiß, ich habe, glaube ich, in dem System einfach nicht genügend Punkte. Ja, das ist eine kleine Truppe hier. Die kriegen wir abgewehrt. Und jetzt sind auch die Flotten endlich stark genug, dass ich mit einer weiteren Flotte jetzt dann ins nächste System vorstoßen kann. Und dann muss ich mir aber auch langsam aber sicher mal Sorgen machen, dass diesen Spezialauftrag da zu erfüllen. Sonst das rennt uns nämlich die Zeit davon. Darf man auch alles nicht vergessen. Haben wir übertrieben viel Schaden genommen beim letzten Mal. Okay, wir nehmen das automatisch ein und das automatisch ein. Ja, dann sollten wir um das da vorne kämpfen. Ich teile die mal auf hier so ein bisschen. Lass jetzt mal die Nummern weg. Engage Engine Redlines. So, Vollgas. Kommen da. Rouse the engines. Fliegen da jetzt hier so mitten durch. To serve the Omnissiah. Ist immer geil, ich kann mich hier direkt reinstellen. You have seized a strategic area. Und den Feind da jetzt erobern. Flankieren und das hier neben mir einnehmen. Und das ist halt mitten im Nebel und er kann nichts tun. State your order. Focusing warsight. The enemy has seized a strategic area. Abfangjägergeschwader. Dahin schicken? Interceptors engaging. Machen wir doch einfach mal, ne? Your orders. Nova-Kanone. Sobald hier was los ist, die Nova-Kanone dahin feuern lassen. Ich weiß gar nicht, wie lange die braucht. Braucht wahrscheinlich auch eine Weile, ne? Wir können es hier direkt machen. Nova-Kanone zielt. Oh, da geht was rein. Treffe ich das vielleicht noch? Also, ich denke, ich habe was getroffen. We wait your command. Die haben auch schon ihre Schilde verloren hier. Das ist schon mal sicher. Receiving your order. Utter the canticles of battle. Alle gekennzeichnet. Augurensonde dahin. The enemy has seized a strategic area. With matchless efficiency. Gasbombe. You have seized a strategic area. Sehr gut, das haben wir eingenommen. State your order. Engaging target. Du solltest da echt nicht reinfliegen, Freundchen. So, Freund Stasis-Bombe hält euch jetzt einfach mal an dieser Stelle fest. Das gibt uns hier... wo ist denn jetzt hier das Ding? Receiving your order. Dreh dich ein. With matchless efficiency. Gibt's ja wohl nicht. So, bitte da jetzt hinfeuern. We serve. Coordinates acknowledged. Treff den. Und zack. Receiving your order. The spirits obey. Versuchen wir dir nochmal zu entern. Shit. Da war ich zu spät dran gerade eben. Optimal course set. Hostile signature detected. With matchless efficiency. Your orders?
muss ich der gesamten Flotte sagen, dass sie nicht mehr auf Distanz feuern sollen. Das bringt's einfach nicht. You have accumulated 25% of strategic points. I am. Du gehst da rein. Optimal course set. Nimmst das Ding ins hier ein. Stasisbombe mal wieder auf den da machen. Kommt wieder mal nicht weg. Machine Spirit appeased. Engaging Drive. Dann wird's umso witziger, wenn ich jetzt hier gleich wieder nochmal hier meine wunderbare Nova-Kanone abfeuere. Oh, schlecht für ihn. You have seized a strategic area. Und platzt er weg. Und bam. Ja, das war nicht gut für ihn. We serve. We are ready to serve. Nein, ach nein, das wollte ich gar nicht. Abbrechen, abbrechen. Ich dachte, es wäre der Mikrowurfsprung, aber nein, war es nicht. Damage teams, begin repairs now. Our borders have caused internal damage. Das war wichtig. Heading acknowledged. Und. Nee, der kommt zu schnell da raus. Scheiße. Der kommt zu schnell da setting raus. Course. Oder? Engaging. Ich weiß jetzt nicht, ob er doof genug war, um drin zu bleiben. State your order. Troop transition successful. Does not compute. Da komme ich nicht ran. Interceptors engaging. Ship ready. Jetzt ist so gekennzeichnet. Und nochmal ein Sprung drauf. Das ist ja immer noch ein Schiff. Was für eine Frechheit. Stasisbombe. Dass sie uns nicht entkommt. You have accumulated 50% of strategic points. Seh dich mal ein, da kann ich die Torpedos hier wunderbar einsetzen. Der Platz. Feuer. Machine Spirit appeased. Sonst habe ich glaube ich nicht mehr viele Torpedos. Doch, ich habe noch Torpedos hier. Boah, die kommen jetzt aber auch langsamer. Das ist das Problem. Das hilft gar nicht so viel. So, die meutern jetzt. Generator zerstört. Gewonnen. So viel dazu. Was für ein geiles Chaos hier. Im doppelten Sinne. Geschafft. Also gut, dieser Angriff wurde abgewehrt. Mit, so wie es aussieht, minimalen Beschädigungen. Gibt nochmal ein bisschen Ehre. Oder in dem Fall Ruhm. Einen Schlachtplan erhalten. Oh, das ist sehr, sehr schön. Den können wir echt brauchen. Oh. Unpraktisch. Na gut, also zurück nach Cadia. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir wurden ja jetzt hier angegriffen. Diese Flotte ist vollständig einsatzfähig. Schafft es aber unmöglich, rechtzeitig noch da zu sein. Cadia-System ist halt einfach schwer zu halten. 117 machen wir jetzt. Gola Progenium senkt die Anzahl der Züge, bevor ein neuer imperialer Flottenanführer vorgeschlagen wird. Die Startstufe imperialen Flotte. Ja, könnte ich auch bis zu 1 hochsetzen. Noch mehrere Konstruktionspunkte. Mhm. Also ich könnte, wenn ich jetzt die Ressourcen hätte, das alles machen. Ein Horchposten. Komme ich häufiger Schlachtpläne. Yes, please. Die brauche ich sehr dringend. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, schon noch ein bisschen. Aber die greifen jetzt hier in zwei Runden an. In einer Runde habe ich die jetzt hier an der Backe. Ja, damit muss ich mich jetzt halt einfach stellen. Kann ich dieser Flotte noch ein Schiff hinzufügen? Jedes Schiff, das feuert und beschossen werden kann, ist was wert.
Ja, theoretisch, wenn ich eine Werft hätte, aber ich habe keine Werft. Fuck. Also gut, dann müssen wir damit leben, dass wir hier nichts machen können. Jetzt kommen sie an, die Eldar. Und zwei Flotten. 722er Schlagkraft. Die kommen auch alle gleichzeitig. The region of space, now known as the Eye of Terror, was once home to the Eldari Empire. A prideful, sensuous people, the Eldari realized too late the perils of excess. The fourth Chaos God, Slaanesh, was born from their debauchery, its coming heralded by a psychic scream that shook real space to its foundations and devastated the Eldari. The Crone Worlds are all that remain of the Eldari's fallen domain. They are blighted planets, consumed by the spreading unreality of the Eye of Terror, and twisted to new and nightmarish realities. Though the Crone Worlds are overrun by the servants of the Dark Gods, the Eldari have not entirely abandoned them. They cannot, for only here can the treasured Spirit Stones be harvested, and thus the souls of the dying be saved from thirsting Slaanesh. Such expeditions are fraught with peril, for there are few more dangerous places amongst the stars. Many who seek the Crone Worlds do not return. The Eldari have never recovered from the horrors of the Fall. They are a fractured, dwindling population on the brink of extinction. Most dwell aboard star-treading craft worlds, honing their peerless minds along the disciplined paths in the hope of staving off the perils of decadence and thus preventing a second, final catastrophe. But not all Eldari can bear the rigidity of craft world life. Some depart their homes, seeking adventure amongst the stars as corsairs. Such lives are fraught with danger, but are also rich with excitement. These outcasts can be found in every corner of the galaxy, blazing a brief but exhilarating trail before madness claims them. The Drakkari, too, live outside the structures of the Eldari Path. Corrupt and cruel, they keep Slaanesh at bay, not with discipline and spirit stones, but by feasting on the torment of others. Raiders and slavers all, the Drakkari are a blight upon the galaxy, as selfish as they are sadistic, as untrustworthy as they are cunning. But in recent days, the barriers between the Eldari factions have begun to crumble, with ever more gathering beneath the banner of one named Ivrain. These Inari keep their beliefs hidden as their intentions. Should they be encountered on the battlefield, caution will serve you well. Ich hoffe, wir sind vorbereitet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schauen wir uns mal an, was uns jetzt hier erwartet. Und ich sehe schon, dass wir so was von hoffnungslos über die Zeit kommen werden mit dieser Folge. Naja, ja, was willst du machen? So, auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal, dass dieses Video auch bei den Necrons kommt. Das ist also sozusagen jetzt wirklich die Vorstellung, das Vorstellungsvideo quasi der Eldar und der Eldari gewesen. Damit man weiß, mit was man es zu tun hat. Okay. Da sind dann unsere Türmchen. An denen möchte ich dann natürlich auch kämpfen, wenn ich darf. Also gut, wir werden in diesem Video, weil es einfach sonst zu lange dauert, nur noch die Aufstellung machen. Oh, 1, 2, 3, 4. Bitte alle mal dahin. Dann werden wir da drüben den Kampf suchen. So, du machst hier die Nummer 5. 1, 2, 3, 4. Und ihr macht alle die Nummer 6.
Okay, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier um diese Position kämpfen. Übrigens, kleiner Hinweis, wenn hier noch eine Sternfestung möglich wäre, dann wäre die genau hier in der Mitte. Ja, ziemlich krasse Konstruktion. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und ade.